Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, was ihr hier seht, ist ein leckeres Rinderstew. Ich zeige euch, wie ich sie gemacht habe. Viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, zu dem Fleisch kommt jetzt Salz, Zwiebel, die Gewürze und Wasser. Ja, und dann lassen wir das Fleisch für ca. 40 Minuten kochen. Wer das Fleisch eher weicher haben möchte, ja, sollte das Fleisch für ca. 1,5 Stunden kochen lassen und nach Bedarf etwas heißes Wasser beigeben. Ihr Lieben, das Fleisch ist jetzt für meinen Geschmack gut durchgekocht, ja? Jetzt können wir sie aus dem Sud holen, kurz gut abtrocknen lassen und dann können wir sie anbraten. Ja, und der Sud wird nicht weggegossen, ja? Ein Teil davon werden wir für die Stew verwenden. Und der Rest kann man einfrieren und für Soßen oder Suppen verwenden. Genau, hier das Fleisch schön scharf anbraten. So Leute, als Gemüse für die Stew verwende ich Paprika, Frühlingszwiebel und Möhre. Ja, und dann habe ich noch Zutaten, die ich in einen Mixer pürieren werde. Und das ist einmal Paprika, Zwiebel, Chili, Knoblauchzehe und ein kleines Stück Ingwer. Genau, das zeige ich euch hier gerade. So, ich werde auch das Öl vom Fleischbraten verwenden. Ja,
Neugier kommt zu mir an. Zwiebeln. Knoblauchpulver, Paprikapulver und Koriander und das Ganze kurz anbraten lassen. Ja, und hier kommen das pürierte Zutaten mit dem Sud hinzu. Ja, das Ganze dann schön gut umrühren und dann werden wir die Soße für ca. 15 Minuten kochen lassen. Genau, hier kommen auch noch Gemüsebouillon dazu und dann, wie gesagt, die Soße ca. 15 Minuten kochen lassen, bis das Wasser verdampft ist. Genau, jetzt kommen die Gemüse mit dem Fleisch hinzu. Und dann wird das Ganze gut untergerührt, ja. Und dann lassen wir die Soße für weitere 7 Minuten kochen. Da ich Gemüsebouillon verwendet habe, bräuchte ich nicht die Soße zu salzen, ja. Ihr könnt euer Soße ja nach Geschmack salzen, wenn dies notwendig ist. Bei mir war das nicht der Fall. Genau, jetzt lasse ich die Stew einfach für sich hin köcheln. Und dann gebe ich zum Schluss auch noch Zwiebelringe hinzu. Das ist aber freiwillig, ja? Ja, ihr Lieben, hier seht ihr es noch einmal. Leckeres Rinderstew. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte hinterlasst mir ein Like und ein Abo. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bedauert's.